Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für ihre Qualifying-Runden vorbereitet werden. Klasse, du bist auf der Pole Position. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Norris, Russell und Alexander Albon. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung dabei, wenn es ums Ganze geht. Also vergessen Sie nicht, wieder einzuschalten. Hier in Russland beginnt gleich das heutige Rennen. Wir sind im Sochi Autodrom und die Fahrer unten am Start können gleich loslegen. Sehen Sie sich mit uns gemeinsam dieses Formel 2 Event an. Das Sochi Autodrom in Russland ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke, die um Wettkampfstätten der Olympischen Spiele von 2014 führt. Nahe Barrieren erschweren an manchen Stellen das Überholen, aber ein Großteil der Strecke lässt sich mit Vollgas fahren. Die Fans werden diesbezüglich auf ihre Kosten kommen. Wir warten auf den Start eines weiteren heiß ersehnten Formel-2-Renns. Und ich erhalte erneut Verstärkung von Davide Valsecchi. Davide, kannst du als ehemaliger GP2-Champion uns einen Einblick geben, was in den Köpfen dieser jungen Fahrer unten auf dem Grid vor sich geht? Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Das ist eine nervenaufreibende Phase, daran besteht kein Zweifel. Mentale Stärke ist unverzichtbar, um beim bevorstehenden Rennen ruhig und fokussiert zu bleiben. Die Formel 2 besticht durch einen harten Konkurrenzkampf und alle Fahrer wissen, dass sich hier niemand etwas schenken wird. Die Nerven zu behalten ist die halbe Miete, aber daran muss man sich in dieser Umgebung erst gewöhnen. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos bereit gemacht werden. Dank einer fantastischen Leistung gestern startet Lando Norris von der Pole Position. Und George Russell steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Albon, Sette Kamara, Artem Markelov und Giotto, De Vries, Aitken, Günther, Roberto Merri, Deletra, Latifi, Mirai Fukuzumi und Makino, Gelai, Boccolacci, Maini und Antonio Fuoco, Lorandi und Nico Cari komplettiert die Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Es wird also Zeit, zur Strecke zu schalten.
uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Starker Start, gut gemacht.
Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 37,9 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 44,4 Sekunden. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch! Carlin hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Und, David Valsecki, was meinst du? Wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Ich denke, dass ihn ein kühler Kopf den Sieg beschert hat. Reibungslos und beständig. Alle Hürden haben sie gelassen und professionell genommen. Daher konnten sie sich darauf konzentrieren, das Beste aus dem Wagen und der Strategie zu holen. Sie haben es geschafft, sich das ganze Rennen über aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf seines Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lando Norris, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecki, wer dein Fahrer des Tages war. Heute fällt meine Wahl auf Sean Gelael. Er ist nicht immer spektakulär, aber er erledigt seine Arbeit ohne Aufsehen zu erregen. So wie heute. Und weiter zu den anderen Teams. Carlin hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Art ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der Meisterschaft verbessern. Fürs Erste verabschiede ich mich von ihm, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht.
Da sind wir wieder. Beim zweiten Rennen haben wir die Rangfolge der besten 8 von gestern umgekehrt. Alle hier machen sich bereit für einen atemberaubenden Abschluss des Wochenendes. Davide, wird deiner Meinung nach beim heutigen Rennen etwas anders als sonst verlaufen? Die Teams sind derzeit besonders ehrgeizig. Werden wir vielleicht einen Vorstoß von einem bestimmten Fahrer erleben? Hi Alex. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute ungewöhnlich riskante Manöver sehen werden, aber die Teams haben die Konkurrenz bestimmt genau studiert. Das sollte also ein interessantes Rennen werden. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern.
schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Thank you.
für uns. Weiter so. Während die Fahrer aus ihren Autos steigen, bereitet sich Team Kalen darauf vor, einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Was für ein Rennen, Alex! Ab und zu erleben wir Spektakel wie heute, bei denen es weniger um Strategie und Reifenmanagement geht und mehr darum, die maximale Leistung herauszuholen und um die Führungsposition zu kämpfen. Das ist der Grund dafür, warum die Formel 2 fortlaufend große Zuschauermengen anzieht. Und ich nehme an, dass durch das heutige Rennen noch mehr Leute aufmerksam werden. Und hier sind sie, die Gewinner von heute. Das Kalen-Team hat einige der größten Namen in der Formel 1 hervorgebracht. Und heute haben sie wieder ihre Kompetenz bei der Rekrutierung neuer Talente bewiesen. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lando Norris, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Also, Davide Balzecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Nach so einem Rennen ist das natürlich Nicholas Latifi, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Kalen hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Prema seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Das ist das Ende des heutigen Rennens. Danke, dass Sie mit dabei waren. Hoffentlich hat es Ihnen auch so gut gefallen wie uns. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Davide und ich verabschieden uns. Machen Sie es gut.